Hier ist Black. Und Gaso. Ja, und wir haben da mal wieder ein Auto mitgebracht. Ja, diesmal vom Black. Ja. Aber etwas größer. Etwas größer. Maßstab 1:24 diesmal. Ja, auch von Carrera, ne? Ja, Carrera auch von digital. Carrera. Das ist digital. Ja. Obwohl er diesmal die schwarze Packung hat. Aber ich glaube, die 1:24 haben alle die schwarze Verpackung. Nur die 1:32 haben die blaue. Die haben die blaue. Ja, genau. Ja, okay. Richtig. Ja, und was haben wir hier? Ja, ein Porsche Carrera 6. Ja. Was ist das? Aus dem 12-Hour, aus dem 12-Stunden-Rennen oder was? Genau, könnte von 1967. Ja, okay. Denke ich mal. Denke ich auch. Ja. Hat ein bisschen was von der Tigerente, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das war auch der Grund. Ich musste direkt an Janosch Traumstunde denken. Ich will die Tigerente. Auf jeden Fall. Also ich habe erst Tiger, der Tigerente kommt schon eher. Ja, also, ja. Hat ja hinten auch so ein bisschen wie so ein Schnabel, ne? Hat so ein bisschen die Schnabelform. Aber auch ein bisschen Raketenform. Ja, das stimmt. Nehmen wir mal ab. Ja, die kann man immer schon mal besser sehen. Hier so hoch. Dann spiegelt das schön. Ja. So, ja, unten der Boden. Und her mit so Stahlfelgen. Nicht Alufelgen, da hatte man noch Stahlfelgen. Machen wir mal ab. Hat er gleich schon mal gelockert? Ja, ich habe ihn auch schon gefahren. Ja, ich habe ihn auf der Bahn gefahren, muss ich sagen. Ich war auf der 30-Meter-Bahn, habe ein paar Runden gedreht und ich muss sagen, das Ding fährt sich richtig gut, aber ist allgemein bei den 1:24 Autos, die liegen ja wirklich richtig gut auf der Spur, weil die auch ein bisschen schwerer sind, denke ich mal. Und sind natürlich auch viel breiter. Ne? Mhm. Dadurch hast du natürlich viel mehr Fläche, wo die drauf fahren. Ja, guck mal hier an den Seiten, also auch ein bisschen Werbung hier unten drauf, hier mit dem Silber. Aber natürlich nicht so viel wie bei den neueren Autos, sonst hat man ja, also es ist ja auch das Tiger-M-Muster zu sehr unterbrochen. Ja, genau, das wäre zu schade, das Tiger-M-Muster sieht jetzt mal von vorne hier mit der 42. Natürlich auch wieder mit Beleuchtung vorne und hinten. Ich finde auch cool hier mit diesen, die hier so rübergehen, diese Gläser, die sind ja ein Stück praktisch mit der Karosserie. Ja. Ist das so richtig irredynamisch? Oh, da hast du schon eine Schramme. Ja, ich glaube hier, oder? Ja, kann sein, weiß ich nicht. Ja, ist einmal, eine Runde bin ich auf meiner Bahn gefahren, aber da fährt er kaum drauf. Ja, ein bisschen, ein paar Kratzspuren. Hier die tollen Talbot-Spiegel, so wie die damals in den 70ern, ja, die konnte man sich an den normalen Autos auch dran machen, an den Kotflügeln. Okay, ja, sehr cool, aber ich finde die Form ist auf jeden Fall sehr stylisch. Ja, ich finde auch die Scheibe hat so ein bisschen was von den Jacksons, ne? So. Ja, stimmt, von den Jacksons, ein bisschen spacey so auf spacey, jeden Fall. Ja, also 60er Jahre spacey-mäßig. Sieht ja so ein bisschen aus wie der Ford GT, ne? So vom Styling her, finde ich, mit diesen runden Lampen. Ja. Hat schon was. Ah, da hinten sieht man auch wieder den Motor. Cool. Ja, das finde ich nicht sehr gut, dass man den Motor hinten sieht. Er hat zwar so eine Abdeckung, aber man sieht ja hinten die Zylinder, die da rausgucken. Ja, und was man hier sieht, dass hier so grüne Streifen drauf sind. Mhm. Jetzt sehe ich das erstmal durch das Licht, durch die Beleuchtung getönt so ein bisschen, ja. Ah, finde ich auch was mit. Wie ist das mit dem... Das ist jetzt anders, aber hier bei den ist praktisch hier wie bei den alten Carrera-Autos. Die hatten dieses Ding hier auch so gefedert. Okay. Sehe ich auch zum ersten Mal. Ich weiß nicht, wisst ihr da draußen, ob noch mehr Autos, 1:24 oder 1:32 von der Digitalserie, dieses haben mit dieser Federung? Finde ich eigentlich ganz gut. Dadurch haftet ihr eigentlich noch besser. Das geht ja mit, ne? Ja, klar. Auf jeden Fall. Dann hast du hier auch magnetemäßig. Ja, hast da du... sind auch Magnete drin. Sieht man ja auch hier schon. Ja, aber da hast du mehr, ne? Ich weiß nicht, ob da auch welche hier drin sind. Hier haben wir ja den Motor, ne? Und hier ist ja das Antriebsrad. Und der liegt ja wirklich sehr gut. Trotzdem, sind das hier nicht auch Magnete? Nee, das ist hier der Motor drin. Ach so, ich dachte, das wäre auch noch zusätzlich ein Magnet. Da, hier, guck mal hier vorne. Hier sieht man das Rädchen. Ja, das Rädchen. Das ist das Rädchen. Okay. Bei den anderen sind die ja längs eingebaut über die Achse. Und hier sind die bei 1:24, also die zwei, die ich habe, werden die durch dieses Rädchen da angetrieben. Okay, gut, auch gut zu wissen. Aber der Knopf ist ganz normal zum Umstellen. Genau. Von digital auf Evolution, ne? Ja. Jetzt war sehr dünne Räder, aber trotzdem nicht so gut. Stimmt, jetzt wo du siehst, ja, sie sind verdammt sehr dünn. Ja, sehr schmal. Weil die ganzen anderen Digitalautos, da die 32er, sind halt aus den 60ern. Ne? Achso, meinst du, gibt es das Auto auch als 1:32? Das weiß ich gar nicht, ob es den 1:32 gibt. Da wäre mal interessant, ob da auch die Reifen so sind, ob das generell. Ja, ist, glaube ich, bei dem Modell dann damals gewesen, aus den 60ern. Schön hier auch mit dem Fahrer. Diesmal den Fahrer. Ja, man sieht den Fahrer jetzt natürlich ein bisschen besser. Ja, ist natürlich bei den großen Autos ein bisschen schöner. Ne? Ja, also. Das sieht man natürlich. Sehr schön. Mit dem Spiegel hier vorne.
Wir müssen reingucken. Ah, da sieht man auch schon. Jetzt kannst du auch mal sehen, dass er das Lenkrad hält. So. Ja, richtig. Ich glaube, bei dem anderen konnte man das gar nicht erkennen, ob die das Lenkrad festhalten. Nee, guck mal, der hat jetzt auch zum Beispiel am Lenkrad in der Mitte hat der Metall, außen ist richtig, schwarz. Richtig, ja. Die Details sind natürlich Lenkrad. Dann noch ein bisschen aufgehoben, weil man sieht ja natürlich mehr. Man sieht mehr, weil bei den anderen... Siehst du es wirklich kaum. Ich merke gerade, der Gaso kriegt, glaube ich, langsam Geschmack an 1:24 aus. Ja, noch verweigert er sich, ja. Ja, so. Weil ich ja normalerweise nur die... 1:32, genau. Ja. Aber sagt niemals nie. Genau, aber wie gesagt, zum Fahren sind die auf jeden Fall besser, weil die besser klar. sind. Und da kommt nicht so schnell was dran, weil die kippen nicht um. Die bleiben einfach, die rutschen aus der Bahn und bleiben einfach stehen. Ne? Weil die dann halt ein bisschen schwerer sind. Die gute Tigerente. Ja. Ja. Die Nummer 42. Mhm. Und da unten haben wir die Reifen. Ja, die Felgen finde ich auch. Jawohl, die Stahlfelgen sind. Hinten haben die ein richtiges Felgenbett. Es gibt es ja leider heutzutage richtig. Kaum noch bei Felgen. Finde ich eigentlich ein bisschen schade, weil heutzutage sind die recht schlicht und flach und nicht mehr so tiefe Einpresstiefen. Fand ich, weil dafür waren früher die Achsen auch ein bisschen schmaler. Und das hat man dann mit den Reifen, hat man es wieder rausgeholt, beziehungsweise mit der Felge, damit der Wagen breiter in der Spur liegt. Mhm. Ja, der Fahrer selber ist echt so retro. Ne? Der hat keinen modernen Helm auf, der würde ja auch nicht passen. Ja. Das passt richtig aus gut zu der Zeit aus den 60ern. Genau, ich hätte 70er gesagt, aber du sagst 60? 67. Ach ja, steht da, 67, ja, genau. Okay, kommt ja ungefähr dann hin. Ja, ja klar, da hatten die natürlich andere Helme, nicht so modern, nicht auch mit so viel Werbung drauf. Ja, da war das kein noch. Kein Hightech im Auto, ne? Da war alles noch Knochenarbeit. Vielleicht hatten sie nicht mal Servo, ich weiß es nicht. Ach, das war schön. Ja. Keine Hightech, einfach nur. Schön. Ja. Ne, keine Lämpchen, die aufgeblinkt haben, wenn irgendwas nicht in Ordnung war. Ja. Dann hat der Motor gequalmt. Da konnte man einfach sehen, wenn nichts in Ordnung war. Und man konnte selber Schrauben dran, wenn irgendwas ist. Und nicht den ganzen modernen Scheiß. Entschuldigung, wenn ich das hier sage, aber es ist einfach so. Der Fleck und ich verstehe das einfach. Man konnte noch einen Schraubschlüssel nehmen und brauchte keinen Laptop, um irgendwas zu reparieren. Das stimmt. Der musste nicht ausgelesen werden. Ja. Sieht halt aus. So, da haben wir ein bisschen Frust über die heutigen Autos abgelassen. Okay. Gut. Ich hoffe, ihr hat euch das Video gefallen. Ansonsten schaut mal rein. Wir haben noch jede Menge andere Autos hier. Okay. Alles klar. Bis dann. Ciao.